So wie es aussieht, müssen wir die Antenne irgendwie noch hacken. Ach so, das ist da oben. Aha, ja, hier bin ich. Hier oben bin ich. Wo bist du? Mit meiner Drohne schaffe ich das locker. Oder? Ah, wird. Ja, geschafft. Hast du es? Ja. Ich glaube, das Ding habe ich schon da oben. Mission abgeschlossen. Ja, okay, alles klar. Das war's schon. Kommt nicht mal mehr ein Gespräch oder sowas. Wo bist du denn? Ah, doch. Bin unten. Okay, alles bereit für Primate-Sendung. Die werden sich bald selbst doxen. Von einem großen Publikum. Klasse. Das kommt davon, wenn man miese Spielchen mit uns spielt. Marcus, war mein echter Name dabei? Na klar, Reginald. Was? Wrench ist dein Reggie? Haha. Marcus verarscht. Keine Ahnung, wie man da hochkommt oder runter. Wirklich? Kein Problem. Ich vertraue lieber einem Marcus als einem Reggie. Sorry, Reggie. Ach, fickt euch doch. Ich bin hier. Ah. Wir haben einen Reginald. Okay, ich gehe mal auf die Karte und guck mal. Wir haben nämlich hier auch noch irgendwo ein paar Nebenquests zu machen, die du wahrscheinlich dann auch machen kannst. Steig ein. Oh. Oh, Mini Cooper, auch nicht schlecht. Ja. Ich bleibe aber lieber im Golfi-Golf. Im Golfi-Golf. Mein Golfi-Golf. Okay. Oh! Shit. Passt die Ausfahrt verpasst. Jetzt müssen wir wieder nach San Francisco. Aber was war das denn, Alter? Das war das Einzige, was wir noch machen mussten. Wir mussten irgendwie das Ding noch hacken und das war's. Naja, egal. Jetzt heizen wir. Junge! Yeah. Mit Nitro fahren ist schon geil. Okay, da vorne ist auch eine Koop-Mission. Sollen wir lieber eine Koop-Mission machen oder eine Nebenmission? Da vorne ist aber eine mit 3 Punkten. Das heißt, die ist besonders schwer. Du bist ja mittlerweile gut equipped, oder? Ja, es geht, ja. Ja, alles klar, dann. Dann los! Okay, wir kommen nicht runter, deswegen vergiss es. Jetzt kommen wir runter. Oh, es regnet mal wieder. Es regnet irgendwie immer in San Francisco. Huch. Aus dem Weg, Mann! Okay, da vorne ist jetzt einer. Du sagst mir, ob du den auch hacken musst. Wow, Straßenbahn! Junge! Okay. Sind fast da. Oh, wow, 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 was ist jetzt los? Boah, bei mir ruckelt das Game gerade übelst. Jetzt hat es wieder gefangen. Alter, was war denn das? Naja, keine Ahnung. So. Winkt da was bei dir auf? Sprechen mit irgendjemandem. Ja, genau. Das muss ich auch. Also spreche ich mal mit dem. Mann, muss ich auch mit ihm reden? Was soll ein Bruder denn tun? Meine Versicherungsraten steigen völlig ohne Grund. Jeden Monat. Verstehst du? Jeden scheiß Monat. Jeden Monat Mann, ohne Grund? Was soll ein Bruder denn tun? Meine Versicherungsraten steigen völlig ohne Grund. Jeden Monat. Verstehst ist du? Ist dir jemand bei Provi Blue versichert? Nein. Ich habe meinen staatlichen Versicherungsschutz gehackt. Versicherung? Wozu das denn? Wieso? Was hat Provi Blue vor? Sie ziehen offenbar Leute ab mit ihrer Risikoklausel. Klingt nach einem Grund, sich auf den Provi Blue Servern umzusehen. Es geht schneller mit einem Passwort. Ich suche einen Angestellten in deiner Nähe. Da ist er. IT-Typ. Der hat eins. Okay, Provider. Ja, das nächste Mal lass bitte nur mich reden, weil so. Das ist jetzt alles durcheinander gerade gewesen. War ein bisschen verwirrend.
Weil du kriegst die automatisch, glaube ich, auch, wenn ich die anwähle. Okay. Okay, wir müssen da jemand hacken. Ist gar nicht so weit weg, 300 Meter. Rein ins Auto und los geht's. Okay. Hier. Kannst du ihn hacken? Ich hack ihn. Ja, Entschuldigung. Wen muss ich hacken? Den hier. Ah, ich setze den. Okay. Komm schon, das war nicht wirklich privat. Wir haben im IT-Team einen hohen Standard. Du hast dir Tinas Privatnummer beschafft und sie angerufen. Das ist nicht okay. Das war nur ein harmloser Flirt. Komm schon, Bob, lass mich... Sorry, Jim, die Entscheidung ist gefallen. Deine Zugangskarte wurde deaktiviert, genauso wie deine Provi Blue-Passwörter und der Zutritt zum Fitnessraum. Die Personalabteilung schickt dir deine persönlichen Sachen nach. Fuck. Scheiße gelaufen. Cetara, du bist in Schwierigkeiten. Was? Der Provi Blue-Typ wurde heute gefeuert. Sein Passwort ist wertlos. Ups, mein Fehler. Ha! Cetara verkauft faule Eier. Ich verlass mich hier auf dich, Mensch. Ich brauche aktuelles Zeug. Ja, tut mir leid, Mann. Okay, hier. Ich hab noch einen Provi Blue-Angestellten. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Bist du wirklich, wirklich sicher? Fick dich, Marcus. Hol einfach das verdammte Passwort. Oh Gott, hier wurde jemand ermordet! Schicken Sie Hilfe, schnell! Wir haben Ihre Position, Polizei ist unterwegs. Was? Irgendjemand wurde ermordet. Okay, wir müssen hier den hier noch hacken. Ah, das ist immer zu weit weg. Jetzt mal aussteigen. Okay, ich hab ihn. Ein Chat. Hey Shiri, du hast vergessen, die Änderungen zu speichern. Mist! Was denn? Kannst du dich anmelden? Und das machen? Kein Fremdzugriff auf dem DB. Wir sind am Arsch. Log dich ein. Das Passwort ist hot@zzgürtel. Okay. Wir haben das Passwort. Hast du es auch automatisch oder musst du es anwählen? Ich hab okay, das ich auch, hab ja. Das Passwort. Markierst du Provi Blue auf der Karte? Oh, klaro. Ganz sicher? Bist du sicher, dass es stimmt? Es hat sich nicht geändert? Oh, verdammt, Marcus. Das schmiert er dir ewig aufs Brot. Mann, du bist toll. Okay, wir haben das Passwort. Schauen, was wir jetzt noch machen müssen. Ach ja, da vorne. Oh, das ist gleich über die Straße hier. Bei der Bank, oder was? Müssen wir da rein? Oder hoch? Sieht aus wie, als wäre das oben. Ja, aber wir müssen rein, oder? Nee. Da kommst du doch gar nicht rein. Siehst du irgendwo einen Aufzug oder sowas? Ich schau mal mit der Drohne. Oh nein. Ah, ich hab Signal verloren. Ich komm gar nicht ganz hoch. Hörst du gerade außen rum? Nee. Vielleicht müssen wir uns so reinhacken. Mit den Kameras. Oder wir gehen einfach in den Hinterhof. Ah ja, der Hinterhof. Hab's. Ja, ich seh's. Wie hast du's gehackt? Hä, was? Wie hast du's gehackt? Ja, wir laufen dorthin. Wir müssen dorthin laufen. Ah. Wo bist denn du? Da. Schon auf dem Weg. Aus dem Weg, Mann! Scheißköter. Ja. Du musst mal einen Hund mehrere Male streicheln, gell? Was passiert dann? Dann fängt er dir an zu folgen. Cool. Sind die böse? Nein. Aber die haben Kohle. Was hast du davon gesagt? Alles okay, Mann. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen! Mein Leben fällt auseinander, Mann. Die Wände rücken näher. So schlimm ist das doch gar nicht. Ach, wirklich? Du musst mein Leben ja nicht leben. Die Scheißwände rücken näher. Das hast du schon gesagt. Ich muss reingehen. Sie hat Presswehen. Bleibst du bitte am Telefon? Ich schätze, du wirst beide Hände brauchen. Ah, okay. Ich guck mal, ob das alleine geht. Oder also, machst du jetzt gerade was? Ja, ja. Okay. Ich bin drin. Was muss ich? Muss ich da auch noch was machen? Weil für mich wird's auch noch angezeigt. Ja, warte. Stopp, ja, ich warte. Sein schreit geradezu alles im Griff.
Da ist einer, der pennt auf der Couch. Und wir müssen seinen Laptop hacken. Und ich lade es herunter. Warte. Okay, wir haben's. So, hat's geklappt? Bei mir ist geschafft. Und bei dir? Hast du Follower gekriegt? Noob? Nee, ich hab nichts gekriegt. Jetzt warte, lass mich dran. Analysiere jetzt die Daten. Und du machst das auch richtig? Die aktuellsten Daten? Haha, beim ersten Mal war es noch witzig, Marcus. Jetzt ist es nur noch dämlich. Oh, wow. Die verfolgen im Grunde genommen jeden einzelnen Einkauf. Du kaufst Fastfood oder Bier oder Chips und die erhöhen deine Raten. So sieht die Risikoklausel aus. Dein Risiko, verarscht zu werden. Dann drehen wir an ihrem Algorithmus. Bin schon dabei. Jetzt gehen die Raten jedes Mal, wenn jemand sowas macht, runter. Ich will den CEO und den CFO direkt treffen. Und jetzt? Offenbar nutzen die einen Limo-Service. Ah. Man kann die Wagen verfolgen. Ich habe den Ort markiert. Haut den Virus so. Okay. Ich hab schon unsere nächste Aufgabe. Es ist voll blöd, dass wir das nicht zusammen machen können. Das ist also, das ist blöd gelöst, ganz ehrlich. Ich dachte, man kann das zusammen machen, so. Jetzt muss jeder Einzelne das anwählen. Das ist ja so dumm gemacht. Naja. Egal. Bist du soweit? Ja, ich hab's. Okay, komm. Diesen Scheiß. Hört euch diesen Scheiß an. Verstehst du? Ja. Tut mir leid. Kommst du? Nein, nein, ich hab dich nicht verstanden. Du kannst schon laufen, auch wenn die reden. Okay. Ist da hinten irgendwo? Okay. Weit von hier. Im Parkhaus. Ja. Ah ja. Da drinne. Na toll, okay. Vielleicht kommen wir mit dem Jumper irgendwie rein. Oder wir müssen den Schlüssel suchen. Hm, das wird ja interessant. Na ja, da habe ich schon eine Idee. Oh, das war falsch rum. Wow! Jedes Mal mache ich das. Wow! Ups! Okay. So, schnapp dir den Jumper. Nein. Und rein geht's. Ich verstehe nicht. Hast du auch nicht zu verstehen. Ich öffne die Tür. Ja, mach auf. Dann brauche ich sie nicht aufmachen. Ja. Tür ist offen. Und ich hack das Teil. Oh toll, Verbindung drin. Ja, kommst dann gleich wieder rein. Hä? Ja, egal, mach einfach. Soll ich das machen? Ja, Verbindung drin ist jetzt kurz getrennt, ja. Ist egal.